Ein zweites Beispiel, Berechnung der Fakultätsfunktion. Das heißt, die Funktion, die die Summe, die das Produkt der Zahlen von 1 bis n berechnet, 1 mal 2 mal 3 mal 4 bis mal n. Die ist mathematisch so definiert, rekursiv. N Fakultät ist 1, falls n gleich 0, und n mal n minus 1 Fakultät sonst. Solche Formeln, solche mathematischen, rekursiven mathematischen Formeln, lassen sich sehr einfach in entsprechende Programmierkonstrukte übertragen. Ich habe hier die Fakultätsfunktion, die berechnet die Fakultät eines Wertes n, der als Parameter übergeben wird. Falls n kleiner gleich 0 ist, return 1, also im Prinzip gleich 0, aber wir müssen uns ja mit negativen Werten auseinandersetzen, in dem Fall wird auch 1 geliefert. Hinterher werden wir noch in einer späteren Unterrichtseinheit das Konzept der Exceptions kennenlernen werden, wobei der Übergabe von negativen Werten entsprechende Fehlerbehandlungen eingeleitet werden. Aber im Moment müssen wir halt irgendeinen Wert liefern. Und im Fall, dass der Benutzer, der Programmierer aufrufend hier einen Wert kleiner 0 eingibt, dann liefern wir einfach auch 1, obwohl das eigentlich ja mathematisch nicht korrekt ist. Also if n kleiner gleich 0, return 1, else return n mal Fakultät von n minus 1. N mal Fakultät von n minus 1. Das heißt, wenn ich diese Funktion aufrufe mit dem Wert 3, passiert Folgendes. Hier wird dieser Ausdruck dann berechnet. Es ergibt 3 mal Fakultät von 2. Ich befinde mich jetzt also in einer weiteren Funktionsinkarnation. Dort wird berechnet 2 mal Fakultät von 1 und dort wird berechnet 1 mal Fakultät von 0. Und jetzt ist das Problem reduziert auf den einfachsten Fall, wo 1 geliefert werden kann. Und jetzt kann die Rekursion wieder aufgelöst werden in die andere Richtung. Das heißt, hier wird 1 geliefert. Das heißt, in dieser Inkarnation kann ich jetzt einmal 1 berechnen, 1 als Ergebnis weiterliefern. In dieser Inkarnation kann ich jetzt 2 mal 1 berechnen, also 2, das Ergebnis 2 weiterliefern. Und in dieser Inkarnation kann ich jetzt berechnen 3 mal 2 und das Ergebnis 6 als Ergebnis, als Endergebnis dieses Funktionsaufrufs dann letztendlich zurückgeben.